In den Jahren 1940 und 41 flogen deutsche Bomber massive Großangriffe auf britische Städte und Industrieanlagen. Rund 40.000 Menschen kamen dabei ums Leben, etwa die Hälfte davon in London. Die Briten nannten die Angriffe The Blitz. Sie begannen vor ziemlich genau 70 Jahren. Hitler wollte die Briten mit den Bombardements in die Knie zwingen. Zum 70. Jahrestag der Angriffe wurden diese Amateuraufnahmen in Farbe veröffentlicht. Sie sollen vom obersten Luftschutzwart der Kleinstadt Marylebone gedreht worden sein. Wir wussten zwar, dass es altes Filmmaterial gibt, aber wir wussten nicht, dass es sich dabei um Bilder vom Krieg handelt und davon, wie eine Stadt fast täglich bombardiert wird. Wir wussten nicht, dass interessantes Material von Churchill und der Inspektion der Truppen im Hyde Park dabei ist. So war die Entdeckung eine regelrechte Offenbarung und auch ein großer Spaß. Der Blitz begann am 7. September 1940 mit einem Bombardement auf London. 430 Menschen kamen an diesem ersten Angriffstag ums Leben. Vor allem die Innenstadt traf es schwer. Auch der Buckingham Palace und das Unterhaus wurden getroffen. Insgesamt wurden bei den Angriffen über 1 Million Häuser zerstört. Mindestens 250.000 Einwohner verloren ihre Wohnung. Doch die erhoffte Wirkung blieb aus. Im Gegenteil, die Angriffe steigerten die Verteidigungsbereitschaft der Briten. Nicht zuletzt auch dank Winston Churchill. Mit jedem Luftangriff schwoll der Ruf nach Vergeltung. Die Gesellschaft rückte zusammen und die Klassenschranken fielen. Der Jahrestag wird regelmäßig gefeiert.